Meister. Sportlimo? Nee, das war ein Aufschalter. Ja? Aber der war da vorne. Shift for the win! Bin dabei. Schweiß. Da vorne ist er. Ja, Kollege. Och, wer schließt immer dieses Drecksauto ab? Das war ja. Guten Tag, der. Mach mal weiter mit dem LKW. Hallo? Fahren Sie mal bitte weiter. Ach, fuck. Sorry. Zack, sorry, nicht um Dingens. Haben wir sich verplappert schon. Also, haben Sie gut gesehen, wir sind gerade auf Hauptstadt und Wir haben die mit 152 km/h gemessen, erlaubten wir außer auf 100 und auf 50 weiteren Bewegungen, bevor wir die RPG ihre eigenen Vorgewächse davor wandeln. Entschuldigen Sie, wem gehört denn dieser Offroader hier hinten? Gehört er Ihnen? Nee, unser Zweitwagen wurde leider gerade geklaut. Ihr Zweitwagen wurde geklaut? Ja. Da kann ich Ihnen nur einen Tipp geben, wenn Sie sozusagen die GoPro am Hut angeschaltet hatten, dann speichern Sie einfach mal dieses Video ab und gehen zum Bürgermeister ins Supportbüro und melden das. Sowas ist nämlich, gelinde gesagt, nicht erlaubt. Oder waren Sie nicht mehr in der Nähe? Wir haben Sie ganz gerade ganz schlecht verstanden. Ich sagte, wie war denn Ihr Fahrzeug gesichert, als es gestohlen wurde? Waren Sie in der Nähe? Sie waren direkt daneben gestanden. Ja, das ist quasi praktisch nicht erlaubt. War es abgeschlossen? Nee, wahrscheinlich war es offen, ne? War offen, ja, leider. Genau, das war zwar gar nicht. Ja. Aber wenn Sie direkt daneben stehen, ist das schon, sage ich mal, nicht legal. Das heißt, Sie können, wenn Sie den Namen von demjenigen, der es geklaut hat, von dem Troll sozusagen, können Sie sich ins Bürgermeisterbüro geben und dem Support das melden. Ja, wenn wir uns den Namen jetzt gemerkt hätten. Verdammt. Ja, das ist die Problematik. Den brauchen wir natürlich. Was war es denn für ein Fahrzeug? Es war ein Truck. Also eine Nummer kleiner als der hier. Ja, okay. Ja, höchstwahrscheinlich wird der den, was Sie mal machen können, drücken Sie mal den Z-Muskel. Und bei Z-Muskel klicken Sie mal auf Schlüssel. Und da sehen Sie die Entfernung zu Ihrem Fahrzeug. Und so kann man auch zum Beispiel rausfinden, wo das ist. Wir haben hier gerade ein Fahrzeug, Diebstahl. Am besten geben Sie mir mal die Schlüssel von Ihrem Truck, eine Nummer kleiner. Genau. Und dann können wir mal gucken, ob wir das orten können, beziehungsweise den mal suchen können. Okay, das wäre sehr nett. Moment. Natürlich. Und Epix, du kannst mal den Offroader dahinter beschlagnahmen, der hier verschwindet. Der weiße da, oder was? Ja. Den gehört keiner von denen. Wunderbar, vielen Dank. Nee, gehört keiner. Truck dunkelblau. Ich hoffe, dass die erfolgreich sind. 5600 Meter, wollen wir uns den mal suchen? Oh. Alles klar. Alles klar, dann schauen wir mal.
Gib mal meine Schlüssel am besten. Ja, ich kann mal. Vielen Dank. Wir schreiben Sie dann an, wenn wir das Fahrzeug gefunden haben, wie es weitergeht, ja? Komm näher. Okay, war sehr lieb, danke. Na klar, gerne. Einer muss immer wieder, müsste immer wieder naja. Auf den Schlüssel schauen und mir sagen, ob ich mich entfernen oder. Also 5-7. 5-8. 5-8. 5-8. 5-8. 5-7. 5-7-50. Passt. 5-7-23. 420. 280. 138. Der ist es. Hundertachtundachtzig. 250, 240, 185, 129, dachte, ich bin sowieso alleine, es fährt hier in den Geist, kann ich auch eine Kriegszone öffnen. Falsch gedeckt. Alter, wer schließt immer das Auto ab, ey? Sofort aussteigen und die Hände über den Kopf machen. Sofort aussteigen. Der hintere Mann auch. So, connected. Ich habe ihn schon festgenommen. So, wir haben ein kleines Problem hier. Das Fahrzeug ist gestohlen, in dem Sie unterwegs sind. Was? Das Fahrzeug ist gestohlen? Ja. Ja, da, aber das Fahrzeug war am Straßenrand gestanden und war offen. Ja, und die Personen, die daneben standen, die haben sie ignoriert. Und dann dachten sie sich, prima, da können wir ja mal hier so einen kleinen LKW abstauben und der hat ja da nichts gekostet. Ja, aber das Problem ist, wenn ich kein Fahrzeug aus meiner Garage holen darf und ihn 25 Mal frage, ob er es bitte wegfahren könnte und mir dann eine Beleidigung an den Kopf wirft, ne? Dann ist es schon ein bisschen... Dann rufen sie die Polizei, aber sie greifen definitiv nicht zu Selbstjustiz und fahren das Fahrzeug weg. Ja, und die beiden waren ja ziemlich bedripst und deswegen, ja, werden wir das jetzt auch ahnden hier. So geht das nämlich nicht. Nehmen den mit, außer man ist noch... Weiter, haben wir sie gerade verfolgt mit Blaulicht, Sirene etc. Sie haben nicht angehalten, dann kommt also noch Widerstand der Staatsgewalt, der Widerstand für die Staatsgewalt hinzu, da kommt eine kurz... Setzen wir mal ins Auto, wa? Ja. Bist du Epix? Muss jetzt hinten drauf setzen beim Offroad. Ja, okay. Ich kann ihn nicht festnehmen. Officer, könnte ich mal kurz eine Nachricht an meine Frau schreiben? Nein, das kannst du nicht. Wir müssen mit alle Kommunikationsmittel weg. Sie werden auch keine Nachricht an ihre Frau schreiben. Ja, aber Herr Officer, meine Frau wird gern wissen, was eigentlich mit mir jetzt los ist, ne? Wie gesagt. Ihr Handy und alle Kommunikationsgeräte weggenommen, sollten wir es doch irgendwie schaffen, an irgendwelche Handys oder so zu kommen. Epix, hast du einen Rapkasten mit? Ja. Machen wir den Truck wieder heile. Und gehört da nochmal, dann schreibe ich die an. Ja. Warte mal, Sekunde. Sag, dass wir uns an den Garagen treffen, der Truck. Nee, HQ. HQ, okay, alles klar. Schreibst du es denen? Ja.
Sitzt du bei mir im Auto drin, im Offroader? Dann nee. Sag mal, fährst du mal mit mir und schreibst es währenddessen. Seshomaru. Abix, fährst du den Wagen ins Haku? Oh. Was denn? Und wieder am Fahren. Schaffst du. Ich habe auch keinen Controller angeschlossen, das ist scheiße. Hey, ist ein Auto. Kannst du langsam fahren. Wieso steht denn der im Truck? Keine Ahnung, ist scheißegal. Steig mal rein jetzt. Kann ich. Ja, weil es offen war. Er zu ist. Na, Herr Officer, ist es normal, dass ich stehe? Naja, wenn Sie meinen, es ist bequem so, können Sie gerne stehen, also setzen Sie sich hin. Weil das ist nämlich nicht korrekt, was ich hier, glaube ich, mache. Ja, solange Sie nicht runter... einfach nur rum. Solange Sie nicht runterfallen, alles in Ordnung. Ihre... Ich habe Ihre Beine nicht unter Kontrolle, müssen Sie selber schauen, wissen, wie wir für Sie da hinsetzen. Oh, da kommt erst mit Shift? Ja. Ordentliches Ticket jetzt bei den Widerstands gegen die Staatsgewalt tut schon mal 50 Grad. Dann Fahrzeugdiebstahl, vielleicht haben wir sonst noch irgendwas auf der Liste. Oh, er ist ja gerade ausgestiegen. Alter. Wer hat den A-Wagen offen gelassen? So, den reviven wir jetzt kurz. Das ist nicht gut, der ist auf der Aufnahme. Herr Officer, warum stirbt mein Freund? Naja, weil ihr Freund... Ihr Freund ist bei der Fahrt ausgestiegen, ne? Angelegt. Des Weiteren weiß ich nicht, wie er... Lebt den mal nicht, lass das mal. Weil das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen uncool. Und warum hilft der Polizei ihm nicht? Seien Sie mal ganz ruhig. Folgendes. Ich habe Ihrem Kollegen Handschuhen Handfesseln angelegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Von dem her ist er selber schuld so gesehen. Ja, und was ist mit seinem Zeug? Das Zeug, das liegt jetzt da, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie er das macht, also Houdini oder wie auch immer er das gemacht hat. Also, naja. Nee, ich halte jetzt für die restliche Fahrt die Klappe, weil das ist nämlich unmenschlich. Können wir den Scheiß hier mitbringen. Was ist denn jetzt? Ja, wir sammeln den Dreck an ihm ein hier und dann... Wenn wir es könnten. So, wie viel Geld war das? Toll, zeigt er mir nicht an, großartig. Hab ich ja seine eigene Schuld. Nein. Antwortet mir der PA, Alter. Ja, wie ist er? Dann kriegt er noch mindestens 20.000 für Diebstahl vom Fahrzeug. Und er hat sich null kooperativ gezeigt und auch kein wirklich cooles IP geliefert, von dem her kriegt er die Maximalstrafe. Jo. Und wir können ja nochmal die als Zeugen auch hören. Die beiden, wenn die noch im HQ sind. Ja. Nein, die brauchst du nicht, ehrlich. Ja, das war eine coole RP-Geschichte. Ja, aber die darfst du eigentlich gar nicht, glaube ich, ins Haku mitnehmen. Für Zeugenaussagen. Weil dann steht sowieso Zeugenaussage gegen Zeugenaussage. Scheiß drauf. Darfst du Haku? Ja. Schon wieder vergessen, wie die heißen, aber... Ja, sind ja gleich da. Ich wusste gar nicht mehr, wie scheiße der sich fährt. Den hatten wir auch nie. Wir haben gleich den größeren genommen. Den Box? Ja. Okay. Ich glaube schon. Ihr habt den Zermatt gehabt, ja. Nee, wir haben auch kurzzeitig mal eine Box gehabt. Der ist dann verdunstet. Wie bitte? Sind ernsthaft ins Haku reingefahren, die Leute. Die beiden? Ja. Naja gut, ich hab sie dahin bestellt, also. Ja, aber trotzdem. Ja, sag ihnen mal, sie sollen in den Mittelhof da vor der Schrank. So. Also hier steht nur eine Box rum, aber ich glaube, wir können nicht den. Doch, die hatten eine Box. Aber hier steht keiner. Schaut mal, wo die gerade sind. Das kann ich nicht. Ich fahre ja gerade. Aber sei mal freundlich. Und zwischen den beiden Schranken in dem Hof, denke ich mal, da können sie ja warten. Oder dürfen sie auch nicht? Eigentlich nicht. Aber wenn sie auf ein gestohlenes Fahrzeug warten? Eigentlich dürfen die ja nicht rein, wenn du keine Erlaubnis bist. Und derjenige, der die Erlaubnis gibt, muss anwesend sein. Du wärst jetzt fast wieder PA geworden, weil du jemanden revived hast. Also
Entspann dich. Das, ich habe ja keinen Revive. Oh, das wäre böse ins Auge gegangen. Danny wollte ihn. Brian, hier. Fischer. Wie, wenn man degradiert darfst worden, du nicht. Oder? Nee, darfst du nicht. Reviven. Du hast zwar den großen Rep, den großen Medkit, aber das darf man nicht. Das liegt nicht am Medkit. Na doch, mit dem großen kannst das du Reviven. Das ist eine Fähigkeit von der Polizei. Wo geht's denn hier zu unserem Akku? Geht er den vielleicht? Vielleicht sind die ja gegangen. Na, der gehört, die waren... Falcon und Sash Maru oder so. Ja, genau. Das sind die. Hier hinten laufen welche rum. Jetzt links, nächste wieder rechts. Du meinst rechts und nächste wieder links? Ja. Also du wolltest jetzt mit denen noch RP machen, ja? Ja. Ja, kommt, fahrt mal hier rein, die sind hier. Nein, meinst du, wir dürfen? Ja. Ja, was soll's. So, wunderbar. Da haben wir ihr Fahrzeug. Gerne begleiten, da wissen Sie. Vielen Dank. Du ich muss mit kurz mit jemandem irgendwie. Aber keine wieso geht die jetzt nach da oben? Ja, weil sie noch, den Kollegen da irgendwie ist im Turm und nicht mehr wegkommt oder so. Er geht doch nicht alle hoch, machen wir dem RP mit einer mit dem. Mit wem denn? Wo steht, mit denn? Dem Gefangenen. Okay, dann komm mal mit Lukas. Dann Epix, hol die mal. Ja, hol die. Wo ist denn der Gefangene, in der Ecke? Ja. Epix, hol die mal. Und wo ist der andere? Der liegt auf der Straße, ja? So. Ja, ist tot. Ja, wir haben ja eben das schon mal anklingen lassen, was da alles gegen sie vorliegt. Ich hätte gerne mal einen Ausweis von Ihnen, vielleicht mal am Anfang. Sie wollen meinen Ausweis. Ja, das ist normalerweise, wenn man illegale Straftaten begeht, dann sollte man einfach mal einen Ausweis zeigen. Dann kann ich wieder mitnehmen und dann werden wir alles weitere mit. Meine rechte Hosentasche, ne? Gut, Sekunde. Herr Amschler. Hervorragend. Ja, Herr Amschler, das war mal kurz zusammengefasst, Herr Kollege, wenn ich das mal richtig rezitiere, das war einmal Widerstand gegen die Staatsgewalt, indem Sie geflüchtet sind und nicht auf uns gehört haben, dass Sie anhalten sollen. Und natürlich der Fahrzeugdiebstahl, der davor Fakt war. Sie können sich jetzt noch dazu äußern, aber ich denke, Ihnen ist klar, dass wir jetzt dafür ein Ticket verhängen müssen, weil so können wir das hier nicht dulden in unserer schönen Inselwelt. Ja, der Kollege sagt auch gerade, dass Sie noch einen versuchten Autodiebstahl auf der Fahndungsliste haben. Das ist natürlich, passt ins Klischee, würde ich sagen. Wie bitte? Ja. 5 versuchte Autodiebstähle. Wo denn, bitte? Können Sie mir das mal sagen? Kann ich Ihnen mal so erklären. Das kann ich Ihnen so erklären. Jeden Dietrich, den Sie versuchen, den Sie benutzen, um ein Auto zu knacken, zählt als einmal versuchte Autodiebstahl. Dieses Auto, wo ich geknackt habe, war von einem Kumpel und er hat mir sogar die Genehmigung gegeben, dass ich knacken darf. Ja, das können wir jetzt aber nicht kontrollieren. Das weiter doch, weil wenn Sie können das jetzt. Sie können das ruhig, so, wunderbar. Ich würde mal sagen, die Geschichte ist für Sie damit erledigt. Sie können das Fahrzeug wiedernehmen und ja, vielleicht das nächste Mal als gut gemeinten Tipp, wenn man aussteigt, sofort abschließen, weil es gibt halt manche Kollegen, die können meins von deins nicht ganz unterscheiden und dann ist das immer problematisch. Ja, das ist eine sehr kommunistische Weltauffassung. Ja, das ist, die Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht, auch wenn ich meine Uniform ablege, dann fahre ich auch im Privatauto, das ist mir auch schon mal auf die Art gestohlen worden und das ist nicht schön und ist auch nicht nach den Regeln dieser Gesetzesverfassung hier und insofern ja gehört eigentlich der Kollege Butte gehört der zu Ihnen? Nein. Dürfte ich Sie bitten, das Gelände zu verlassen?
Wir haben hier Ermittlungen, die wir führen müssen und da sind Sie, glaube ich, nicht vonnöten. Danke. Gut, und damit es alles rechtens ist, denke ich mal, ehe mein Vorgesetzter hier erscheint, wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn Sie Ihren LKW nehmen und vom Hof fahren, damit ich nicht noch Ärger kriege, weil eigentlich ist das hier Sperrgebiet, aber wir haben ja eine kleine Ausnahmesituation gehabt. Den Kollegen werden wir jetzt auf jeden Fall verknacken zu einer Geldstrafe, damit er sowas nicht normal macht. Das freut uns aber. Jo. Gerechte Strafe. Ja. Aber danke für alles. Na klar, gerne. Und wie gesagt, wenn Sie Probleme haben, funken Sie uns einfach an. Dann finden wir da schnell eine Lösung. Okay, danke. Immer gerne. Machen wir. Prima. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Mein Wagen steht da hinten, den hole ich schnell. Ja, machen Sie das. Wie gesagt, ziemlich einfach, das wird definitiv nicht reichen. Da müssen wir leider eine Gefängnisstrafe absitzen. Ich werde Ihnen gleich mitteilen, wie viel das sein wird. Ich werde mal noch eben schauen, was da alles so zusammenkommt. Hat der Kollege nicht genügend Bargeld, um seine Strafe zu bezahlen? Nein, 20.000. Eigentlich ist das ein Drolle und der bekommt sowieso 60 Minuten, aber guck mal kurz. Ja, Fahrerflucht von der Polizei, 100.000 plus. Könnten Sie dann auch mal bitte das Gelände verlassen, dort hinter der Schranke? Das wäre sehr schön, vielen Dank. Darf ich ihn RP-mäßig verarzten? Ja, ne? Klar. Gut, 150.000 Minimum kriegt er. Muss auch nicht erschrecken, ich verarzte sie mal, sie kriegen kein Fläppchen. Oder ja, folgendes. Ich werde den Gefängnisbus gleich rufen, der wird Sie abholen, Sie werden eine Gefängnisstrafe von insgesamt 30 Monaten absitzen müssen, danach können Sie wieder auf freien Fuß und dann können Sie wieder weiter Ihres Weges gehen. Ich hoffe mal, Sie machen dann weniger dumme Sachen und klauen vielleicht nicht Autos und hauen dann auch von der Polizei ab. Es scheint so, als hätte sie Ihnen die Sprache verschlagen, aber gut. Das kann ja mal passieren. Ich sage mal keinen Kommentar dazu, ne? Ja gut, also ich sag mal so, wir haben das Auto nicht gestohlen. Das in Gefängnisstrafe. Also, naja, also... Ja, echt lächerlich hier. Na gut, sind wir nicht anders gewöhnt? Also, naja, also... Ja, echt lächerlich hier. Na gut, sind wir nicht anders gewöhnt? Meistens ist der Bürger nicht damit einverstanden, was das Gesetz so vorschlägt, aber... Ein kleiner Vorschlag fürs nächste Mal, einfach gesetzeskonform verhalten, dann läuft's auch mit den Nachbarn. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt in unserer Gefängnisanstalt. Eigentlich ist es da ganz bequem. Ja. Auf Wiedersehen.